Hallo Freunde, willkommen zurück. Star Wars Outlaws, wir sind jetzt der Coup. Jetzt geht's los. Und ich kann auch nicht manuell speichern. Also wir sind immer noch in dieser, geht gerade nicht. Wir machen auch genau hier weiter, damit ihr nichts verpasst. Jetzt können wir nochmal reden. Na, hast du mir schon viel verziehen? Spaß. Auf der falschen Seite der Galaxis geboren. Wer reich ist, hat leicht reden. Stimmt trotzdem. Wie lief es mit Rico? Auf sie war Verlass. Und ND5? Was ist mit ihm? Er war dein Aufpasser. Aber jetzt ist er sehr von Keyvess überzeugt. Wir sind ein gutes Team. Er hat mich überrascht. Und nicht nur er. Nach diesem Auftrag bist du das Todesmal los. Und dann wirst du wieder eine Zukunft haben. Wenn du einen Vorschlag hast, spuck ihn aus. Das Imperium jagt die Rebellen quer durch die Galaxis. Die Syndikate sind durch ihre Machtkämpfe geschwächt. So eine Gelegenheit gibt es nur einmal im Leben. Wir könnten Partner sein und uns was aufbauen. Zusammen. Was? Soll das ein Witz sein? Mit sowas mache ich keine Witze. Gut. Denn du bist überhaupt nicht lustig. Was auch immer passiert. Ich glaube an dich, Kay. Danke. Das habe ich immer. Dank, Farrick. Also genug Ansprachen für heute. Wir verpassen unser Zeitfenster. Ja. Mami nochmal? Bitte sag mir, dass das frisch ist. Das scheint ihm egal zu sein. Also, was macht dein Bein? Alles gut, Kay. Und die sechste Sippe hält dich für tot. Ich habe sie besänftigt, indem ich ein paar Rennen für sie manipuliert habe. Ich dachte, du hättest damit aufgehört. Ich habe noch ein paar Kontakte. Ja, glaubst du, Bram verdient mit dem Laden Geld? Mit einer neuen Speisekarte vielleicht. Ich war damit beschäftigt, jemandes Schulden zu bezahlen. Ach ja. Außerdem bin ich mir sicher, dass du ziemlich bald wieder abhaust, Rico. Hey, ich habe mich auf meine Art um Kay gekümmert. Ja? Was macht dein Bein? Lass das, Bram. Oh, was war das denn? Das war lange überfällig. Hör mal, Bram. Ich bin dir... Wir sind dir was schuldig. Für alles und so. Du bist mir nur die Miete schuldig. Und dass du lebend aus der Sache rauskommst. Ob mit oder ohne Geld. Das sind gute Worte, gute Leute. Sprich mit ND5, um den Raubzug zu starten. Okay, der steht da. Können wir noch irgendwas einsacken hier? Ich kann auch nicht sprinten. Türen sind zu. Gut, dann würde ich sagen, Attacke, Leute. Was ist mit den Jungs und Mädels? Es wurde alles gesagt. Auf geht's. Und? Hättest du gedacht, dass wir überhaupt so weit kommen? Die Chance, dass ich wegen dir sterbe, lag bei 30%. Ist doch nicht schlecht. Und die Chance, dass ich dich erschießen muss, bei 93. Uff, okay. Ach, tut mir leid, dich zu enttäuschen. Ja, nun, es ist noch nicht vorbei. Bist du bereit? Oder willst du noch mal mit allen reden, bevor es losgeht? Haben wir ja. Los geht's. Gut, ich bin bereit. Was machst du mit deinem Anteil? Heißt es Ölbad? Ich bekomme nichts. Was? Das ist unfair. Ja, das ist aber ich nicht bin fair. Ein Droide mit einem Hembolzen und Eigentum von Jalen Vrax. Das muss doch nicht ewig so bleiben. Wir nehmen Gedeeks Freiheitsheck. Nein, Kay. Wenn wir das schaffen, bin ich reich und du frei. Alle gewinnen. Stopp. Ich stehe loyal zu Jalen. Zu Jalen allein. Wenn du vom Plan abweichst, wäre ich gezwungen, dich zu eliminieren. Nein. Nein, das meinst du nicht ernst. Es spielt keine Rolle, Kay. Legen wir los. Wir verschwenden Zeit. Wo alles begann, ihr erinnert euch, wo wir in den Tresorraum eingebrochen sind und der Kollege, der neben uns sitzt, da drinne war.
Jetzt finden wir raus, wie gut Jalens Pläne sind. Es ist nie exakt wie im Holo, oder? Gut, sobald ich das Sicherheitssystem ausgeschaltet habe, überbrücken wir die Zugangsluke und gehen rein. Das ist das Anwesen. Erster Halt ist das Sicherheitsgebäude. Von da schalten wir die äußeren Verteidigungsanlagen ab. Bleibt in Deckung. Ich kümmere mich um einen Weg zum Sicherheitsgebäude. Ich begleite dich, Kay. Nein, wirst du nicht. Das muss leise gehen. Oh. Aufklärung. Felder überall daneben. Sniper. Das heißt, wir müssen logischerweise über die Felder kommen. Das ist auch diese Todestypen hier, glaube ich. So, ich hoffe, ich habe jetzt keinen übersehen. Die wollen nicht spielen, Nix. War doch nichts. Doch, da oben ist noch einer. Ich hab schon alles gesehen. Jetzt nur nicht unaufmerksam werden. Moment mal. Ich seh mal besser nach. Irgendwas stimmt da nicht. Das kann doch nicht alles sein, oder? Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Da ist nichts. Wir sollten weiter. Ich sollte die Augen offen halten. Ich halte besser mal die Augen auf. Können wir uns nicht. Können wir die nicht trennen? Was ist denn das? Das ist das Alarmpanel. Nix. Geh zu dem Terminal. Okay, jetzt haben wir sie schon mal getrennt. Das ist cool. Lenk sie ab, Nix. Was will dieses Ding? Da ist nichts. Yeah. Ich dachte, er läuft immer schön Na zu los. Uns. Was will der hier? Was sollte das denn? Wir sollten weiter. Mucksmäuschen, still hier. Könnten die auch umgehen, ne? Ich hätte schwören können, dass da was war. Jetzt nur nicht unaufmerksam werden. Zeit, sie abzulenken, Nix. Hm. Was ist das für ein Viech? Einen Sniper holen. Ah, hier ist auch noch einer, oder? Unter uns? Nee. Nix, geh und hol das Bagda. Haben wir noch ein Sicherheitsterminal? Ja, da. Toll gemacht. Das da, nee. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um die Aussichtsposten. Das wird der uns natürlich sehen. Da ist doch was faul. Mir wäre nach einer Schlägerei.
schalten wir den Alarm ab. Dreht um da unten. Da ist auch noch einer. Und noch ein Panel. Lex, das Terminal. Jetzt haben wir den da oben erstmal, ne? Ich das wüsste jetzt. Doch, da ist doch noch einer. Aber er läuft Gott sei Dank nicht hoch. Ich würde sagen, wir lassen den hier stehen. Säubere den Bereich. Okay, doch, wir müssen hier cleanen, glaube ich. Nichts. Ich konnte nichts finden. Wir müssen es jetzt testen. Nichts. Lass uns sehen. Sonst kommen wir nicht voran. Ich will irgendwas umnieten. Ich brauche eine Ablenkung, Nix. Keine Sorge, ich habe einen scharfen Blick. Ah, er geht eh hoch. Jetzt kommt er wieder runter, ja? Doch hierher, oder? Jetzt nur nicht unaufmerksam werden. Ich habe immer noch kein gutes Gefühl. Alle eliminieren hier, oder? So über den Bereich. Dass man den da hinten nochmal. Mucksmäuschen still hier. Hoffentlich ist die Bezahlung das fertig. Da ist auch nochmal einer. Wir können auf jeden Fall da unten schon mal keinen Alarm mehr auslösen. Einen können wir notfalls mit einem Betäubungsschuss niederstrecken. Jetzt auch. Showtime, ein bisschen leveln. Sieht komisch aus. Trauer. Nein, nein, nein. Gute.
Gedeek, das Sicherheitsgebäude gehört dir. Ich habe genau den richtigen Druiden dafür. Wenn man das natürlich dann alles immer weiß, dann kannst du natürlich noch ein bisschen mehr hier durchrushen, ne? Du weißt, der sieht dich nicht, der sieht dich, kannst da lang laufen. Ich bin so stolz auf den Kleinen. Kommt schon! Wir müssen zuschlagen, bevor sie merken, was los ist. Was? Ist das alles? Ein Geschütz. Ideen sind unsterblich! Oh nein! Mach mal rauf! Komm doch! Ich öffne die Luke. Okay, macht euch bereit. Ich leg jetzt los. Oben leise rein. Gut, das könntest du jetzt nicht. Gut gemacht, ihr Funk ist ruhig. Okay, das kann gern so bleiben. Ich versiegle die Luke hinter dir. Wir sehen uns im Casino. Denk dran, ohne dich kommen wir hier nicht raus. Viel Glück, hey. Hey, wir müssen den Ventilator und den Saft abdrehen. Ich werde versuchen, sie auszuschalten. Okay, Nix. Weißt du, wie wir die Ventilatoren ausschalten? Das war jetzt einmal rund, gell? Ja, ich schüttel's einfach ab. Nix, halt das mal für mich, ja? Sollte es gehen. Müssen wir weiter runter? Nee, das ist nichts. Ventilatoren stehen.
Das ist ein ziemliches Labyrinth, also bleib bei mir. Was hast du gefunden, Nix? Ist aber auch schnell. Den schalte ich auch aus. Hier ist ein Kabel. Da oben. Wie kommen wir jetzt dahin? Hochklettern. Oder hier. Ich weiß nicht, Kay. Diese Rohre wirken ziemlich verrostet. Das heißt, wir stürzen ab, war klar. Gerade gesagt. Improvisieren. Hey? Hey! Alles gut, wir sind noch da. Weißt du, wo du bist? In der Nähe des Hangars. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Also, immer weiter, schön nach Plan. Müssen wir lang? Da runter? Da vorne ist der Hangar. Oh. Wie geht's dir? Alles gut? Bin gerade etwas beschäftigt. Ihr habt sie gehört. Weiter. Seit wir das letzte Mal hier waren, wurden die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Siehst du was? Klingt gut. Wir sind fast raus aus den Schächten. Ich glaube, ich sehe den Ausgang. Da ist nichts. Ah, zu spät. Okay, da ist ein Panel. Ich habe gedacht, dass der Droide uns nicht sieht. Bei der Kiste. Mach das Terminal kaputt, Nix. Die nehmen wir uns hier zum Schluss auf. Oder vielleicht kommen wir auch so durch. Wir wollen ja noch ein paar Kisten looten. Na schön. Da ist noch ein Droide. Ach du Scheiße. Okay, nee, dann müssen wir hier unten durch den Schacht. Er sieht uns sonst. Oder der da hinten. Das heißt, wir holen uns den Typen da jetzt. Der zum. Wir sind fast raus aus den Schächten. Ich glaube, ich sehe den Ausgang. Rechts auf den. Wir haben den Elektroschock nicht, deswegen kriegen wir. Oh, geht ja gar nicht. Shit. Dann sorgen wir dafür, dass auch die Kamera. Sorgen wir dafür. Da ist nochmal eine Kamera. Hab den Ausgang gefunden. Wir verlassen die Schächte. So. Ich hoffe, wir haben nicht noch ein Panel hier irgendwo. Zeit für eine kleine Showeinlage.
kann bestimmt immer die Kameras abschalten. Scheiße. Das war's mit dem Versteckspiel. Okay, hier hinten können wir auch langlaufen. Nein, wird die Rauchbombe werfen. C, ey. Haltet sie sofort auf! Du bist tot. Okay, das wird ein Rekord. Bisher 7 Hex. Natürlich alles viel leichter mit Sliros Codes. Ich brauche einen Augenblick. Wo waren wir stehen geblieben? Wenn wir das durchziehen, bist du so reich, dass du nie wieder hacken musst. Kleine, du verstehst Hacker nicht. Und jetzt sind's 8. Persönlicher Rekord. Was war das? Noch einer! Dann waren wir nicht aufmerksam genug. Alles gecleant jetzt? Der Droide. Ne, der liegt da. Gut. Was ist das hier? Gut, also ihr wisst, es geht auch ruhiger, ne? Wer da Bock drauf hat. Hier ist noch ein Panel. Okay. Hätten sie nochmal auslösen können. Okay, es ist nur die Verbindungstüre. Dann gehen wir nochmal hoch. Drei Alarmpins, jetzt hätten wir gehabt. Mal umgucken halt, ne? Also kannst dich hier auch hier mit den Rauch und den Schächten und Kisten kannst natürlich. Hey, wir liegen gut in der Zeit. Nichts außer Reinigungsdruiden hier. Oh, neue Modelle. Sensor verbessert, null Reibungsmotivator und sogar. Erinnerst du dich an das Wort Funkdisziplin? Hey, das ist wichtig. Bin noch eine Lootkiste? Was ist das? Das ist
bestimmt nur für Kameras ausschalten. Dann haben wir auf jeden Fall hier alles angeguckt, Freunde der Nacht. Dann geht die Zeit auch hin, ist der Wahnsinn. Ach, dann hätten wir uns, alles klar, kann sich halt auch sofort bewegen. Da drüben haben wir... Hast du was, Kleiner? Das Gleiche. Ich muss nochmal hochgucken, Leute. Und dann geht's weiter. Auch hier, ne? Kannst du dich halt auch nach hier hinten bewegen. Okay, machen wir weiter. Müssen wir hin. Alarm haben wir nicht ausgelöst. Dafür haben wir gesorgt. Stell nix. Ich bin im Weg zum Tresorraum, löse keinen Alarm aus. Jetzt lang hier ist zu, okay. Sie haben uns noch nicht gesehen. Aus den Schächten raus. Hab mir einen der Droiden vorgeknöpft und seinen Wartungszyklus gestartet. Der hat uns alle Sicherheitsschlösser geöffnet. Ich gebe zu, das war gar nicht so dumm. Na schau an. Bin auf dem Weg. Oh. Da ist nichts. Schießen oder erschossen werden, sag ich. Alles klar. Los, Nix. So, und sie leveln. Okay. Die alten Lifte brauchen nur einen kleinen Schubs. Was hast du gefunden? Ach, da. Tja, ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Splitten wir das oder ziehen wir einfach eine richtig lange Folge durch? Das ist gerade in Echtzeit überlegen. Ich weiß es nicht. Okay, wir müssen sofort hier runter. Das heißt, das Gewehr können wir nicht gebrauchen. Aber wohin? Hier. Ach so. Okay. Okay. Ach so. Du ahnst nicht, wie froh ich bin, dich zu sehen. Ich habe einen kleinen Umweg gemacht, aber jetzt müssen wir zum Tresorraum.
Je länger wir brauchen, desto schwerer wird die Sache. Dein kleiner Unfall hat uns wertvolle Zeit gekostet. Ja, wir haben noch genug Zeit. Oder willst du sie mit Streiten verschwenden? Ich mag diese Kay. Ach, na los. Wir haben noch einiges zu hacken. Nehme ich erstmal weiter mit auf. Ich unterbreche jetzt mal ganz kurz nur gleich in 5 Minuten. Bap, 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 bap. Mache ich mal einen kurzen Cut, Leute, denn hier sind wir jetzt vorm Tresorraum. Okay, Rico, bereit? Immer. Und du? Wir müssen die Hex gleich. Ins Visier. Fünfer, Alter. Hätten wir doch noch mal das letzte Upgrade holen sollen. Okay, das Gelbe ist schon mal irgendwo auf jeden Fall enthalten. 2. Dann nehmen wir mal das als erstes, das als drittes. Dann lassen wir so weiter. Okay. Okay, dann ist das das letzte. Und Geschütze deaktiviert. Gut gemacht. Hab noch nie einen Dual-Hack mit jemandem gemacht. War nämlich nie jemand gut genug für mich, bis heute. Wow, nicht schlecht. Torwächter-Druide voraus. Ich bin bereit. Torwächter-Druide? Ich will nur reden. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Ich arbeite jetzt für Sliro. Ich weiß, das hier ist alles Fassade für das Imperium. Was sagst du da? Komm schon, wir arbeiten beide für das ISB. Mach's nicht unnötig kompliziert. Lass mich rein. Warum musst du es mit so einer Frage ruinieren? Schon viel besser. Torwächter-Druiden sind hochentwickelt. Aber nicht hochentwickelt genug. Na dann öffnen wir diesmal hoffentlich den richtigen Tresor. Oh, na los, in den Tresor. Ich bring die Ladungen an. Ja, das war's jetzt. Rico, du bist dran. 1. Mit Sliros Codes kannst du die Tür knacken. Und das ist eine Lektion für dich, Kay. Nie den gleichen Code zweimal nutzen.